Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt von A bis Z und heute ist dran der Mutantenvirus. Das Cover schaut ja schon mal richtig nice aus. Mal schauen, wie es mit dem Spiel aussieht. Gut, hüpfen wir gleich mal rein. Ich kenne das Spiel wie so oft noch gar nicht und lerne es mit euch zusammen kennen. Der Mutantenvirus, er breitet sich aus. Sieht mir eher nach einem Computervirus hier aus. Ich hätte jetzt eigentlich noch auf einen biologischen gedacht. Und da kommt schon der Mann im Raumanzug und... Okay. Und was mache ich jetzt? Ich kann mit B gehen oder fliegen. Was mache ich da? Ich... kann da schießen? Ich bin nicht sicher, was ich machen muss. Es muss alles grün werden. Blau werden. Da unten bewegt sich noch was. Soll sich nicht, soll ich nehme mal an, soll sich nichts mehr bewegen. Ah, das stößt alles andere. Dinge stoßen andere Dinge an. Okay, hört auf, Dinge anzustoßen. Bringt das irgendwas, was ich da mache? Ich habe keinen Plan. Ich habe auch die Beschreibung nicht gelesen. Weil ich baller jetzt einfach mal drauf. Der Sound ist nicht sonderlich gut. Die Grafik auch nicht. Was tut das Ding da unten? Ja, vielleicht so ein kleiner Hinweis, was ich hier machen soll. Springt Start drücken irgendwas? Nur Pause. Select bringt irgendwie auch nichts, oder? Was kann ich hier tun? Kein Plan, Leute. Ich habe sowas von überhaupt keinen Plan. Bisschen eine Erklärung. Hätten wir da echt gut getan. Da bewegt sich was. Wenn ich da einfach draufballer, was ist dann? Irgendwie bringt das nichts. Oder muss ich da jetzt einfach rausfliegen? Die Grafik ist echt schlecht. Ich hätte da jetzt nur rausfliegen müssen. Okay. Wieso hätte ich... Okay, egal. Warum hat sich denn noch was bewegt? Okay. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Und... jetzt ist da irgendwie so ein Virus. Ich muss den eindämmen, den Virus nehme ich mal an. Wie kann ich das eindämmen, das Zeug? War's das? Habe ich es geschafft jetzt? Virus ist eingedämmt, oder? Kann sich nicht mehr weiter ausbreiten. Ich mache noch alles zu hier. Ist das gut jetzt, was hier passiert, oder nicht? Ah, ich habe alles weggebrezelt, irgendwie. Bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, es war gut. Jetzt kann ich danach, kann ich da rüber gehen? Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Jetzt kann ich da einfach rüber. Okay. Steuerung ist auch nur so ein Mittel. Okay, da ist jetzt alles blau. Blau ist geheilt, nehme ich mal an. Da ist noch was lila. Weg damit. Ist ja ein bisschen, hat ein bisschen was von Splatoon. Okay,
Ja, es ist schon weit, sehr weit hergeholt, aber irgendwie ein bisschen was von Splatoon ist, hat's schon. Okay. Da habe ich das weggebrezelt. Ich nehme mal an, das war wieder gut. Und ich gehe hier weiter zum nächsten Virus. Ja, für den Cover so eine epische Grafik und dann das Maxl, was man steuert, kaum erkennbar. Naja. Und warum sind diese Passagen, wo ich einfach nichts tun muss? Wieso? Oder sollte ich da was tun? Weiß es nur nicht. Das schreit dringend nach Kommentare, das Spiel, Leute. Was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Keinen Plan, keinen Dunst hier. Alles hier eindämmen hier. Da bewegt sich noch was. So, da. Okay, das wird mal hier geschafft. Und hier. Das schaut auch ganz gut aus. Wenn ich da hier. Das da unten. Also wenn sich. Ich glaube, wenn sich blau ausbreitet, ist es gut. Und wenn sich lila ausbreitet, ist es schlecht. Und ich kann das eigentlich nur mit hier draufballern an die Wände. Irgendwie richten. Okay. Alles gelöscht. Weiter geht's. Macht's mir Spaß? Eigentlich nicht. Weiß nicht, das Gameplay macht mir einfach keinen Spaß. Ist nicht lustig. Ist es innovativ? Damals gewesen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich flieg da einfach weiter. Was soll passieren? Ah, das zeigt mir da immer den Weg an, wo ich gehen könnte. Okay. Und da unten könnte ich noch was wegbrezeln. Und da ist aber auch nichts. Okay, ich muss irgendwie runterkommen. Ich hätte da vorhin unten gehen sollen, glaube ich. Kann ich jetzt ewig nach rechts weiterfliegen und es passiert nichts, oder was? Na, Leute, davon. Das macht mich nicht glücklich, das Spiel. Kein schönes Spielerlebnis, das tut mir leid. Okay, jetzt bin ich da auf der Landkarte, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter nach rechts und dann kann ich mich für unten entscheiden. Okay, boah, ist das zart. Boah, ist das zart. Richtig zart. Das ist wieder so eins von den Let's Plays, die sich niemand anschauen wird, weil niemand dieses Spiel mag. Vielleicht schauen sich ein paar Leute an, die sich sehen wollen, wie ich abkotze dabei. Falls dem so ist, auch das bitte in die Kommentare. Ich fliege jetzt unten. Ich möchte jetzt den unteren Ausgang haben. So. Na. Ich glaube, die Idee ist ja gar nicht mehr so schlecht, aber das Spiel selbst ist halt leider. Warum? Da passiert ja so oft einfach gar nichts. Was ist, wenn ich das trotzdem hier anmale? Bringt mir das irgendwas? Ich male einfach mal hier an. Oder ist das einfach nur nutzlos? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist nutzlos. Wenn ich da hier drüben noch so verteile hier. Wenn ich hier so eine Barriere mache. Weiß man nicht so genau, ob das sinnvoll ist. Ob man da vielleicht einfach alles anmalen muss? Wahrscheinlich nicht. Aha, hier ist die Superzelle der Endgegner. Ich dämme das hier ein, hier. Alles wird eingedämmt. Weg damit. Da ist noch was zum Wegbrezeln. Ja. Sehr gut. Die fehlt noch da. Da ist noch was. Da drüben, das letzte. Gib Gas, Junge. Ich weiß nicht, geht's noch Zeit? Ich glaube nicht. Ich habe so überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Komm an. Weg damit. Mach es weg.
Okay, weggebrezelt. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt habe ich auf der Karte eigentlich alles eingefärbt. Was ist jetzt gut? Was ist jetzt schlecht? Man weiß es nicht so genau. Ah ja, es war offensichtlich gut. Ich habe hier gut gemacht. Jetzt wird ein bisschen Story erzählt mit Bild und Text. Naja, immerhin. Pixel-Grafiken sind ja gar nicht mehr so schlecht. Wird jetzt schwieriger. Kommen jetzt endlich mal richtige Gegner. Jetzt wird schon versucht, hier eine epische Story zu erzählen, aber das reicht nicht. Leute, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Sorry. Einen Schluck Kaffee noch. Kaffee ist schon alle, verdammt. Okay, wird wirklich viel Wert auf Story gelegt. Hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Es geht also doch um Computerviren. Ich sehe es gerade, ich Idiot. Es steht sogar am Cover. Lesen muss man können. Lesen, Leute. Lernt lesen. So, Pro-Tipp für Gamer. Lernt lesen. Wenn möglich auch gleich auf Englisch. Okay. Ich schaue mir das noch an. Was ist das? Das fliegt da. Da fliegt da. Das ist was rausgeflogen. Was ist das hier? Das ist ja auch irgendwas. Was ist das jetzt? Aha, hier wird irgendwas eingesammelt. Okay. Jetzt ist grüner Schleim böse. Okay. Wir machen jetzt den grünen Schleim mal weg. Ich werde den grünen Schleim wegmachen. Weg. Ich glaube, ich hätte da nicht reinfliegen dürfen. Ich hätte einfach nicht reinfliegen sollen. Okay. Nachher ist mir immer gescheiter. Ist bekannt. So, das hat mich weggebrezelt. Okay, jetzt gibt Gegner. Das macht natürlich schon ein bisschen interessanter, das ganze Game. Keine Frage. Aber kann ich diese Gegner auch wegbrezeln? Das ist die Frage. Meine Energie sinkt. Wieso? Weil ich in dem grünen Zeug drin war. Nein, ich will. Ah, das Zeug breitet sich aus, verdammt. Ah, ich bin schlecht. So, ich muss das hier eindämmen irgendwie. Nein, weg damit. Weg. Wieso? Ah. Schon wieder Game Over. Verdammt. Es muss doch irgendwie möglich sein, das Zeug hier aufzuhalten. So, ich brezel hier. Was geht hier? Was geht? Wie soll das? Angst. Ich schaff das nicht gerade. Ich sehe das schon. Das wird nichts. Das wird nichts mehr. Mein Tod ist für vorprogrammiert. Diese anderen Viren. Ich muss mich ins Blaue mal. Ja, ich bin im Blauen. Und aus dem Blauen noch mehr Blaues machen. Na. Der Dreck brezelt mich einfach weg. Okay. Na, da habe ich jetzt ein bisschen was jetzt hier. Ah, und da kommt schon wieder so ein blöder Ball und macht mich platt. Ja, das habe ich am Anfang versemmelt. Wenn man es am Anfang versemmelt, kann man es anscheinend nur schwer wieder gut machen. Scheint zumindest hier so. Okay, ich habe hier jetzt ein bisschen was weggenommen. Okay, das schaut ja ganz gut aus. Ah, vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Jetzt bin ich hier im Blauen und aus dem Blauen in Sicherheit wird einfach mal fett rausgebrezelt. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass mich diese Bomben hier. Ah, verdammt. Bin ich zu weit rausgekommen. Ah, es kostet mich Energie, wenn ich da rauskomme jedes Mal. Ah, wieso kann ich das dann nicht? Oh ja, jetzt schaut es gut aus. Ob ich das noch schaffe, das Level mache ich noch. Die eine Stage versuche ich noch, bis ich Game Over bin. Wenn ich jetzt das Select drücke, bringt mir das irgendwas?
Ah, ich kann irgendwie was ändern, wenn ich Select drücke. Okay. Ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht mehr vollständig erfassen können. Macht da nichts. Ich will mal da oben weiter vielleicht. Nein. Brezelt mich weg. Könnte es bitte aufhören, mich wegzubrezeln? Es nervt mich. Aha, jetzt habe ich so eine Bombe mal zerschossen. Aber... Ax, nein, das ist... Das übernimmt immer wieder diese Ecke hier, das Zeug. Wieso? Vielleicht wenn ich da und dann da oben und dann... Ah, nein, 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 nein. Nicht geschafft. Leider nicht geschafft. Okay, Level 2 war schon deutlich anspruchsvoller und das Ganze ergibt schon irgendwie einen Sinn, aber 10 Minuten reichen einfach nicht für dieses Spiel. Für dieses Spiel reichen keine 10 Minuten, aber... Ist es mir jetzt wert, 2019 noch mehr Zeit in dieses Spiel reinzustecken? Nein, muss ich sagen. Leider nein. Also ist nicht sehr zugänglich und ich habe leider auch keinen Bock, mich da reinzufuchsen. Wenn ihr großer Fan seid von dem mutierten Virus hier, dann schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir bitte, was ich alles falsch gemacht habe. Beziehungsweise welche Aspekte ich hier vielleicht alle vergessen habe. Grafik finde ich nicht sonderlich toll. Sound finde ich auch nicht sonderlich toll. Ja. Einzig die Zwischensequenzen, da die es da so gibt, sind ganz nett gemacht und die Bilder, aber das war's auch schon. Das war's auch schon. Nee, ist nicht meins. Es ist definitiv nicht meins. Und ich glaube auch, es ist nicht so unbedingt das beste Spiel der Welt. Gut, beim nächsten Mal gibt es vielleicht wieder was Besseres. Ich hoffe es. Ich hoffe es für mich und für euch. Wenn ihr noch mehr NES-Games sehen wollt, einfach mal abonnieren. Ansonsten Daumen hoch da lassen und am meisten freue ich mich über Kommentare. Davor ist die Freude immer besonders groß. Ciao, ciao Leute, bis bald.